Für einen weiteren Bauabschnitt der neuen Straßenbahntrasse der MVB liegt der Beschluss der Planungsfeststellungsbehörde vor. Damit steht fest, unter welchen Bedingungen das Bauvorhaben, zweite Nord-Süd-Verbindung der Straßenbahn in Magdeburg, Bauabschnitt Hermann-Bruse-Platz bis Ebendorfer Chaussee umgesetzt werden kann. Der Beschluss ist bis zum 30. Oktober im Baudezernat einsehbar. Wichtig war es, die Vereinbarkeit des Vorhabens mit allen davon berührenden öffentlichen und privaten Belangen zu prüfen. Das Planungsfeststellungsverfahren ist ein besonderes, streng formalisiertes Verfahren. Es geht um eine umfassende Entscheidung über die Zulassung des Vorhabens. In einem nicht öffentlichen Termin habe man die erhobenen Einwendungen der von dem Vorhaben betroffenen Bürger und die Stellungnahmen der Behörden besprochen. Anhand des Ergebnisses des Termins hat die MVB seine Planung nochmals angepasst.